Ladies and Gentlemen, welcome auf Schloss Bückeburg. Die süßen Mädels von der Kita Arche Noah haben Geschenke für die Gäste. Kekse auf die Hand bedeutet Freude im Gesicht. Bei so einer Begrüßung kriegen Besucherinnen und Besucher direkt Lust auf einen Weihnachtsbummel. Wir sind das erste Mal hier, sind schon beeindruckt. Das Ambiente insgesamt, ne? Das bietet sich ja an, sowas zu gestalten. Ich schaue jetzt erstmal vielleicht ein bisschen Deko noch für den Weihnachtsbaum und vielleicht eine schöne Mütze oder ein paar Handschuhe. Ja, beim Weihnachtszauber auf Schloss Bückeburg lässt es sich gut stöbern. Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe begrüßt die ersten Gäste heute persönlich. Der Gastgeber freut sich, dass nach der Corona-Pause endlich wieder Trubel auf dem Schlossgelände herrscht. Ich würde mir für alle Menschen, die hierher kommen, wünschen, dass sie ein bisschen die schwierigen Zeiten, die hinter uns liegen, vergessen. Und dass sie wieder zu einer Besinnlichkeit und zu einem freudigen, vorweihnachtlichen Gefühl gelangen. Royal Christmas ist in diesem Jahr angesagt. Der Fürst ist großer Fan der britischen Königsfamilie. Tortenkünstlerin Sanela Dakic aus Bückeburg hat ihre Big Ben-Kreation mitgebracht. Eine Sonderanfertigung für den Fürsten. Man muss erstmal die Böden backen, ganz viele Böden. Dann müssen die kalt werden. Dann kann man erst die Füllung machen. Und dann, wenn sie etwas fester geworden ist, kann man sie stapeln. 11 Tage lang können die Schlossgäste das britische Flair genießen. Ein echt britisches Original ist auch Sarah Parker. Sie lebt schon lange in Bad Pyrmont. Ihre englische Tweed-Mode ist zeitlos schick. Man muss zuerst mit sich anfreuen, einmal tragen, zu sehen, wie das ist. Voila, das passt sich an und man fühlt sich einfach wohl da drin. Der Fürst freut sich schon auf die Festtage im Kreise der Familie. Sein Highlight ist jedes Jahr der geschmückte Weihnachtsbaum. Unter diesem Weihnachtsbaum befinden sich Geschenke. Die Kinder werden dann die Geschenke einzeln auspacken, an diejenigen verteilen, für die sie gedacht sind. Und dann werden wir ein bisschen Weihnachtsmusik machen und dann werden wir uns gemütlich zum Essen hinsetzen. So wird das sein. Und noch ein Hinweis an die Verliebten. Unter dem Mistelzweig lässt sich ein ganz besonderer Weihnachtszauber entfalten. Na dann, frohes Fest.